Wir wollen uns jetzt nach der Vorstellung über die gesamte Diversität von diesen Eisökosystemen etwas in die Tiefe wagen. Welche Systeme kennen wir? Und dabei möchte ich Ihnen zuerst einmal das älteste oder das am besten beschriebene System vorstellen vom Meereis mit den dort lebenden Gemeinschaften, den Simcos, die Sea Ice Microbial Communities. Meereis ist von seiner Ausdehnung auch klimarelevant, nicht nur als Lebensraum, sondern bestimmt natürlich auch Strömungen, Temperaturen. Und ganz spannend ist auch, wie sich dieses Meereis oder dieser Lebensraum bildet. Anfangs, wenn die Temperaturen kühl werden, dann bildet sich zuerst einmal dieses Breieis, was es eben nur im Meerwasser gibt. Also man sieht dann das Meerwasser, wie sich es wirklich ganz schwer bewegt. Dann, wenn es weiterhin abkühlt, dann verdichtet sich dieser Brei. Und weil eben die Deutschen vom Alfred-Wegener-Institut hier sehr viel Forschung gemacht hat, bezeichnet man das oft mit deutschen Ausdrücken. Wenn sich das eben verdichtet, dann bildet sich dieses sogenannte Pfannkucheneis oder auf Englisch Pancake-Eis. Vorhin eben Breieis oder Grease-Eis. Und dann, wenn sich diese einzelnen Pfannkuchen noch weiter verdichten durch die Temperaturabkühlung, dann wird es langsam zu einem kompakten Eisblock. Aber nicht als fester Block, wie man sich das vielleicht vorstellen mag, sondern das ist ein Block, der sehr durchlässig ist. Man muss sich auch vorstellen, was dort chemisch passiert, weil eben dieses sehr salzhaltige Wasser während des Gefrierprozesses die Ionen ausschließt. Das heißt, die Ionen werden exkludiert und bleiben dann in sogenannten Salzwasserkanälchen oder Brine Channels, wie wir es vorhin auch gesehen haben, übrig. Das heißt, dieses gefrorene Meerwasser ist durchzogen von einer Vielzahl von diesen Salzwasserkanälchen, so wie ein Schweizer Käse im Prinzip. Und in diesem Schweizer Käse oder in diesen Löchern können sich Organismen ganz fantastisch fortpflanzen, Stoffwechsel betreiben. Sie haben Temperaturen, mit denen sie gut umgehen können. Die Nährstoffe werden dort etwas akkumuliert. Das heißt, sie haben relativ gute Lebensbedingungen. Was sehr spannend ist, auch wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sind ein Taucher und Sie tauchen unter diese Meereisdecke durch, dann werden Sie eine sehr grüne Unterseite von dieser Eisfläche finden. Und diese grüne Färbung stammt von Algen. Das heißt, dass sie langsam auch absedimentieren durch diese Kanälchen, beziehungsweise sich dann auch an der Unterseite anlegen, welche noch im Pelagial vorhanden sind. Und dieses geringe Lichtangebot, welches durch das Meereis noch durchkommt, nutzen können für die Photosynthese. Und wie Sie es auch da auf diesem Bild sehen, sehen Sie wirklich einen grünen Teppich auf der Unterseite. Manchmal kann man das auch als meterlange Vorhänge sehen, wo sich diese Algen dann verdichten und wirklich von der Eisdecke bis weit in das Wasser runterreichen. Wenn man dann ein bisschen weiter denkt, für wen ist dieser Algenbewuchs überhaupt interessant, dann hat das schon auch globale Implikationen, wenn man sich das vorstellt, dass diese Eisdecken im Schrumpfen begriffen sind, weil diese Algen sind genau die Lebensgrundlage für den Krill. Das heißt, an der Eisunterkante schaben Millionen, Milliarden von Krillorganismen diese Algen von der Eisunterseite ab. Und der Krill ist dann wieder die Lebensgrundlage für größere Säugetiere wie zum Beispiel die Wale. Das heißt, eine Abnahme von diesen Eisdecken bewirkt dann natürlich auch eine Abnahme von dieser Nährstoffquelle. Es ist wirklich für weiterführende Nahrungsnetze ein sehr entscheidender Prozess. Wenn wir weitergehen zum Süßwassereis, zu alpinen Seen, Hochgebirgsseen bzw. Polarseen, dann können wir verschiedene Aspekte betrachten. Zum einen die Polarseen, die permanent zugefroren sind,
über das ganze Jahr, beziehungsweise unsere Hochgebirgsseen oder auch in höheren Breitengraden, welche noch eine Saisonalität haben, wo sich Eisdecken bilden, dann wieder gehen, dann hat man wieder eine offene Wassersäule, dann bildet sich das wieder. Das ist ein dynamischer Prozess, wohingegen in der Antarktis man sehr viele Seen findet, die über sehr, sehr viele Jahre schon von der Atmosphäre abgeschlossen worden sind durch diesen Eisdeckel. Hier auf diesem Bild sehen Sie einen sehr gut untersuchten See aus der Antarktis. Er nennt sich Lake Frixel in den sogenannten Dry Valleys. Das ist eine klimatische Oase in der Antarktis, aber Oase deshalb nicht, weil es wärmer ist, sondern weil es dort kaum Niederschlag gibt. Das heißt, wenn man sich das vorstellt in der Antarktis, nur Schnee und Eis und Weiß, ist nicht überall so. Es gibt eben diese sogenannten Oasen, wo der Niederschlag durch ein Gebirge abgeblockt wird und somit ist es dort trockener wie in der Sahara und nur sandig und Eis vorhanden. Und das sind sehr spezielle Lebensräume, extrem sensibel auch auf Veränderungen und werden auch als Analoglandschaften verwendet, wenn man sich jetzt außerhalb der Erde bewegen will für Forschungen.